Hallöchen, liebe Freunde von spätnächtlichen Aufnahmen. Wir haben nämlich kurz vor 2 Uhr und willkommen zur Woche 7 unseres SAO Alicization War of Underworld Reviews mit eurem lieben Metzel. Ja, ich habe mir jetzt noch zu später Stunde die Folge angeschaut und muss unbedingt noch die Aufnahme machen, damit ich es nicht vergesse. Es war wieder ein Wahnsinnskampf, den wir heute gesehen haben. War auch manchmal viel Krampf dabei, aber hauptsächlich Kampf. Und bevor wir uns jetzt wirklich mal antun, was da so alles passiert ist, unsere beiden Regeln wieder. Erstens, massive Spoilerwarnung für Folge 7 von SAO Alicization War of Underworld. Ich werde über den Inhalt reden, werde ihn preisgeben, meine ungefragte Meinung kundtun und euch nach selbiger fragen. Und wenn ihr das nicht haben möchtet, dann bitte ich euch doch, das Video jetzt auszuschalten, wegzuklicken, was auch immer. Oder am besten stumm zu schalten, lasst das Video laufen, das wäre noch geilere Idee. Und Regel Nummer 2, ich habe weiterhin keinerlei Vorwissen über SAO Alicization. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und jetzt schauen wir erst einmal, was diese Woche so alles passiert ist. Ja, Folge 7, das Brandmal der Ausgeschiedenen, beginnt genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich an der hintersten Front von der Kampffront im Menschenreich. Hinten die ganze Versorgungseinheit wird ganz schwer von den Goblins aufgemischt, alles ist voll mit Rauchgranaten, aber die guten beiden Mädels, nämlich Linel und Fizel, also diese beiden Integrationsritteranwärterinnen, diese Nonnen, die wir ja kennen, die mischen ordentlich alles auf. Und fragen sich noch, sag mal, wo ist eigentlich Renly schon wieder? Der Kerl hat doch schon wieder den Schwanz eingezogen. Der hängt bestimmt irgendwo hinten in einem Zelt rum. Ja, und so ist es ja auch. Das haben wir in letzter Folge schon gesehen. Der versteckt sich im Versorgungszelt zwischen ein paar Kisten, hat keinen Bock im Prinzip. Und erinnert sich in seinem Versteck dann daran, was einmal Admin zu ihm gesagt hatte. Er war nämlich vor ihr und sie hat dafür gesagt, okay, du bist ein Fehlschlag. Du kannst nichts, du bist nichts, du kannst nicht mal deine Waffe richtig aktivieren. Ich muss leider dich einfrieren, auf gut Deutsch gesagt. Also wird er halt in einen Frostzustand versetzt oder wurde versetzt, damit er wieder repariert werden kann. Hoffentlich. Naja, er ist ja nun mal da. Gut, auf jeden Fall in dem Moment, wo er sich das Ganze denkt, tauchen Tease und Ron hier auf und wollen Kirito in dem Zelt verstecken. Sehen natürlich Renly, denken, oh, ehrenwerter Ritter, entschuldigt bitte die Störung. Er meint noch, nein, ich bin kein Integrationsritter mehr, ich habe meine Einheit im Stich gelassen, ich bin vom Feind weggerannt, ich bin jetzt nicht würdig, ein Ritter genannt zu werden. Die beiden denken sich, Mädels sagen aber hier, mal abgesehen davon, also wir sind die und die, ich bin Thies, das ist Ronje und das hier ist Kirito. Und wir haben die Aufgabe von Alice bekommen, ihn zu verstecken hier, bitte hilf uns doch dabei. Na gut, willigt er so also halb schon drauf ein. In dem Moment hören die draußen Kampfgeschrei und ein Goblin betritt das Zelt. Thies und Ronje haben sich schon vorher gesagt, sie werden es bestimmt nicht mit einem Goblin aufnehmen können, so als Anwärter. Die haben tierisch Schiss, die beiden. Renly ist nicht viel besser, er hat auch tierisch Schiss. Und erinnert sich dann zurück an einen Kampf in der Akademie mit einem seiner Kollegen. Bei dem Trainingskampf ist nämlich etwas passiert, und zwar das Schwert seines Kollegen hatte eine Macke. Und als Renly voll drauf zugeschlagen hat, ist das Schwert gebrochen und Renly hat seinen Kollegen umgebracht dadurch. Ja, und dadurch, durch das Blut und alles, hat er halt so ein bisschen Panik vom Kampf bekommen. Kann also seine Zwillingsflügelschwerter nicht benutzen. Genau, Zwillingsflügelklingen. Zwei Schwerter in Form eines jeweils V, ich sag mal, wie ein Bumerang eigentlich. Ja, so. Aber er sieht dann, als dieser Goblin da vor denen steht, und denkt sich, oh, guck mal hier, Weißmenschenweibchen, ja, auch mit euch werde ich meinen Spaß haben. Er sieht, dass Kirito sich bewegen will. Er verkrampft an seinem Schwert. Er will quasi die Leistung aufbringen, aufzustehen, das Schwert zu ziehen und loszustückeln. Wie, was Kirito also macht, ne? Wenn er nicht gerade Musen der Birne ist. Auf jeden Fall, Renly denkt sich, du kannst doch nichts machen und trotzdem willst du sie beschützen. Und dann erinnert er sich weiter an, was nach dem Kampf gegen seinen Kollegen passiert ist. Er hat nämlich das Versprechen abgerungen. Er wird auf jeden Fall ein Integrationsritter. Und allein dadurch urplötzlich kriegt er dann wieder den Mut, doch das Richtige zu tun. Er zieht seine Schwerter, zersäbelt den Goblin,
Also lässt sie quasi fliegen, die Bumeränge. Zumindest einen davon. Und sagt halt zu Thies und Ronny, hier, ihr Papier, passt auf Kirito auf, ich mische jetzt mal da vorne das Volk auf. Er rennt also raus und denkt sich nur, es hatte eh keinen Sinn, ich muss jetzt hier kämpfen. Ich muss nur lange genug durchhalten, irgendwann wird schon Verstärkung eintreffen. Der lässt seine Schwerter fliegen, es ist eigentlich hochinteressant, wie er damit kämpft. Er wirft sie quasi wie Bumeränge eigentlich nur durch die Gegend, fängt sie immer wieder auf und schleudert sie zum nächsten Feind. Hochinteressante Kampftechnik. Auf jeden Fall taucht dann der Goblin-Häuptling auf. Sag ich so, Mann, du hast ja ein ganz schönes Massaker angerichtet. Schlägt auch die beiden Zwillingsflügelschwerter ganz locker weg, sagt, hier, halt mich nicht für so ein einfaches Weichei hier. Ne? Ich habe jetzt schon, wenn ich mir das Ganze hier so ansehe und vor allem dich ansehe, du ehrenwerter Integrationsritter, also wie der absolute Held, siehst du mir nicht aus. Du siehst aus wie ein ganz schönes Weichei. Und Renly tut dann wieder kurz an sich zweifeln, aber sagt dann, ja, ich bin ein Weichei, ich bin ein Fehlschlag, aber meine Schwerter sind es nicht. Er lässt wieder die Schwerter fliegen, wehrt sie ab und dadurch, dass er jetzt wirklich diesen Entschluss gefasst hat anscheinend, dass er kämpfen will, schafft er es wirklich, die vollständige Waffenkontrolle seiner Zwillingsschwerter zu aktivieren. Die verschmelzen zu einem einzigen, ich sag mal, 4-Punkte-Shuriken, die welchen Renly nach seinem Ermessen steuern kann in der Luft. Die fliegen also, das Ding fliegt also nur quer durch die Gegend. Und bevor der Goblin-Häuptling bei ihm ist, schafft er es, ihn von hinten in zwei zu zersäbeln. Sieht hochfaszinierend aus. Auf jeden Fall kommen dann wieder Nell und Zell an. Und sagen, Mann, bist du auch endlich mal rausgekommen? Das ist unsere ganze Heldentat hier ja völlig für die Katz. Ich meine, wir haben mehr Goblins abgeschlachtet als du. Aber entsinnen sich dann wieder, er ist immer noch ein Integrationsritter. Auch wenn er sich selber jetzt erstmal nicht dafür bezeichnet. Und sagen, hier ehrenwerter Ritter, deine Anweisung. Okay, hier, wir müssen nach Thies, Ronny und Kirito sehen. Haben wir schon gemacht, denen geht's gut. Versorgungseinheit ist bei denen. Okay, dann müssen wir hier gucken, dass die Goblins weg sind. Sind schon alle weg. Okay, gut, dann sollten wir zu unseren Einheiten zurückkehren. Und die teilen sich auf. Thies und Ronny rennen zu ihrer Einheit zurück. Und Renly macht sich auch endlich mal auf den Weg zu seiner Einheit, das feige Hühnchen. Entschuldigung, Schleim. Auf jeden Fall werfen wir dann mal einen Blick ins Finsterreich. Da ist nämlich die Redelsführerin der Finstergilde, der Finstermagiergilde. Sagt erstmal, die drei sind schon mal abgeschlachtet worden. Also der Flachland-Goblin-Chef, der Berg-Goblin-Chef und der Riesenchef. Sind schon mal tot. Die Weicheier, nein, waren ja eh nur Halblinge, scheiß drauf. So. Wir brauchen jetzt mal die Position aller Integrationsritter. Sie kennen 5, wissen aber nicht, wo sie sind. Gut, die müssen abgeschlachtet werden. Hier, wir haben nur noch unsere Minions dabei. Also diese Gargoyles, die gegen so einen haben ja Kirito und Alice auch an der Außenfassade der Central Capital gekämpft. Wie viel haben wir dabei? 800. Attacke. Alle hin. So. Die Gargoyles, sage ich jetzt einfach mal, fliegen also auch schön Richtung Integrationsritter, begeben sich also auch über die Ruinen des Osttores. Und man sieht dann schon so merkwürdige rote Linien in der Luft. Irgendwas ist komisch. In dem Moment zieht Berkuli sein Schwert und tritt in Aktion und aktiviert die vollständige Waffenkontrolle seines Schwertes, nämlich den Zeitschnitt. Er hat da oben, auf Deutsch gesagt, einfach schon permanent die Luft zerschnitten und hat nur darauf gewartet, dass da ein Gegner durchfliegt, damit er diesen Schnitt aktivieren kann. Er löscht also auf einen Schlag alle 800 dieser Minions, dieser Gargoyles aus. Berkuli halt. Der Kerl ist mir richtig sympathisch. Ich finde den klasse. Die Redelsführerin ist also äußerst unleidlich über diese ganze Aktion. Ich so, die haben doch gar keine Magie. Wenn keine Magie das war, dann kann es nur eines gewesen sein, nämlich diese vollständige Waffenkontrolle. Der Trumpf der Integrationsritter. Was nur die können. Okay? Ganz ruhig, gechillt. Ihre Leute haben mittlerweile auch die letzten Positionen der Integrationsritter in den hinteren Reihen festgestellt. Sagen, okay, jetzt wird es Zeit, den ersten Ruhm zu ernten. Jetzt sind wir dran. Schickt unsere Goblins vor, ne, nicht die Goblins, schickt die Ogre vor, die Armbrustschützen, und schickt unsere Magier vor. Jetzt ist Flächenbrand angesagt. Die sollen also von weiter hinten einen Flächenbrand legen, dass quasi die gesamte Versorgungseinheit hinten ausgelöscht wird damit. Gut, die machen sich also alle vor, die Magier bereiten sich auf ihren Flächenzauber vor und die Ogre bereiten sich darauf vor, die Pfeile abzufeuern. Und jetzt kommt Alice ins Spiel.
Alice hat ihre riesige Sphäre, die sie hatte, mittlerweile zu einer recht kleinen zusammengeschrumpft, also diese gewaltige Energie in ein recht kleines Format gebracht. Und wundert sich auch, sie ist immer mehr am Energie sammeln, denkt sich, das ist komisch. Sowohl die Menschen, als auch die Halblinge, die sakrale Energie von ihnen ist äußerst rein und warm. Aber das sind doch eigentlich Wesen der Finsternis. Also, wenn die so rein warm sind und wir alle eigentlich dieselben Seelen haben und der einzige Unterschied von uns ist, dass wir auf verschiedenen Seiten dieser Gebirgskette geboren wurden, warum kämpfen wir dann gegeneinander? Alice hat also das ganze Prinzip schon zur Hälfte durchschaut. Es ist alles dasselbe, halt nur die einen Seelen, die einen Flakleits wurden halt in Menschen gesetzt, die anderen in Monster. Die wurden im Frieden großgezogen, die haben halt mit ein bisschen Schreckensherrschaft großgezogen. Das ist eigentlich der ganze Test ja daraus. Alice kapiert das so langsam. Und dann versuchen die Magier halt mittlerweile ihren Flächenbrand in Kraft zu setzen. Gelingt ihnen aber nicht. Die sakrale Künste zünden einfach nicht. Die wundern sich, warum. Kommt drauf hin, hier, es gibt keine Finsterenergie hier in diesem Raum. Wie kann das sein? Da vorne sterben zigtausende Menschen sowie Monster. Das muss hier voll sein von Energie. Ja, diese Energie zapft ja Alice ab. So, und normalerweise wäre das anscheinend so, die Energie geht in den Raum über und ist weg. Aber Alice schließt sie in einem Lichtspiegel in dieser Kugel ein. Dort wird sie unendlich oft reflektiert, das heißt, sie kann nicht hinaus und ist damit nicht zur Verfügung für andere. Und Alice sagt sich auch nur so, gut, die Sünde dieser Energie für sich selbst zu tragen, nur die nehme ich auf mich. Naja, ob das eine Sünde ist, ist egal. Alice aktiviert jedenfalls ihr Schwert, erzeugt damit, ich sag mal, wie eine reflektierende Schüssel rund um die Energiesphäre, diesen Lichtball, den sie erzeugt hat, und lässt diesen nur explodieren. Und dadurch, dass sie ihre Blüten positioniert hat, entsteht einfach nur ein gewaltiger Laserstrahl des Übertodes. Also sie hat einen kleinen Todesstern kreiert. Damit feuert die einmal voll in die gegnerischen Reihen rein und sowohl die Finstermagier als auch die Oger sind mit einem Schlag geschichtet. Es ist eine riesige, gebrannte Schneise im Finsterreich drin von diesem Laserstrahl. Wow! Also, der hat richtig übelst reingehauen. Und dann ist auch die Folge leider schon zu Ende erstmal. Oder wie habe ich es aufgeschrieben? Spiegelexplosion, boom! Ja. Also, sehr, sehr klasse. Das hat mich tierisch gefreut, dieses Ende. Ich musste ja schon ein bisschen lachen dabei. Gibt diesmal leider nicht so viel zu Schlussfolgern, was passieren könnte. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was mit dieser Kugel auf sich hatte von Alice. Ja, ich bin gespannt, wie jetzt der Kampfverlauf weitergeht. Wir sehen immer noch nichts von Asna. Wundert mich eigentlich. Die könnte ruhig mal langsam kommen und dann auch ein bisschen mitmischen. Auf jeden Fall wird jetzt wahrscheinlich die Redelshörerin der Finstergilde nicht ganz so begeistert von der ganzen Aktion sein und wird jetzt vielleicht auch zum Zug kommen. Ich bin gespannt, ob jetzt mal wirklich die Hauptakteure des Finsterreichs als nächstes kommen. Was denkt ihr denn? Was für eine Richtung wird die Schlacht als nächstes haben? Was wird als nächstes passieren? Ich bin sehr gespannt. An dieser Stelle dann, trotz später Uhrzeit, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich hätte ja auch diese Woche gern wieder eine Hörspielfolge rausgebracht, aber ich war ein bisschen einkaufen, habe mir Pokémon geholt, habe mir Zelda geholt, habe mir Collection of Mana geholt. Ah, ich war ein bisschen abgelenkt. Außerdem gab es viel zu tun auf der Arbeit und privat. Also, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, dann auch wieder hoffentlich mit einem Hörspiel und mit einer neuen Folge des SAO-Reviews. Bis dahin, tschüss!